Du hast uns deine Welt geschenkt, die Sonne. Du hast uns deine Welt geschenkt, das ist ein ganz wichtiges Lied. Das war, wie man so schön sagt, ja, mein Durchbruch als junger Liedermacher, der religiöse Lieder geschrieben hat, bei den Erzieherinnen im Kindergottesdienst. Und ich höre es immer wieder gerne, weil ich glaube, es ist nach wie vor ein wichtiges Lied. Elton John hat mal gesagt, wenn mir nach einer Minute kein Song einfällt, dann gehe ich erstmal Kaffee trinken. Und ich kann mich in diesem Spruch wiederfinden, ich trinke nicht jedes Mal Kaffee und höre auch nicht nach einer Minute auf. Aber was dieser Satz wunderbar zum Ausdruck bringt, ist eine Erfahrung, die ich auch selber mache, das Lied fliegt einem zu. Es ist diese Einfachheit, bei der ich sein muss. Und wenn ich mich mit Kinderliedern kompositorisch auseinandersetze, da ist der Text ja auch ganz wichtig, der gehört dazu. Und so bin ich auch immer nah an meinem eigenen Kind. Kinder sind absolut ehrlich, wenn ein Lied sie nicht anmacht, ich sage das mal so umgangssprachlich, dann interessieren sie sich sofort für andere Dinge. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, beim Kinderlied auch beim Kind zu bleiben, eine Sprache zu finden, auch in der Melodie, in der Rhythmik, die Kinder verstehen. Ich denke jetzt auch an die Zeit, wo viele Flüchtlingskinder in den Kindergärten sind, in den Grundschulen sind, dass dort diese Lieder einfach hervorragende Mittel sind, um sich zu verstehen, um die Sprache zu lernen, um Bildung zu bekommen, um sich zu integrieren und die Kultur kennenzulernen.